Man nennt ihn auch den Klassiko des deutschen Frauenfußballs. Bayern München gegen den VfL Wolfsburg. Erster gegen Zweiter. Und natürlich die Frage, gibt es die Wachablösung oder holt sich der VfL die Tabellenspitze zurück? Natürlich mittendrin Lina Magull. 150. Bundesligaspiel für die Ex-Wolfsburgerin. Und damit hinein in diese Partie. 8. Minute, der erste Aufreger. Denn da kommt plötzlich ein Pfiff von Schiedsrichterin Caroline Wacker. Und die Entscheidung, man sieht's, die rechte Hand geht in Richtung Elfmeterpunkt. Strafstoß für Wolfsburg, Fragezeichen. Nein, 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 sie nahm es zurück, aber es war eng hier. Hegering mit dem Klammergriff und dann war auch noch ein bisschen Hand mit dabei. Aber die Unparteiische hat dann letzten Endes zur Erleichterung von Bayern-Coach Scheuer auf Stürmerfoul entschieden. Also Glück hier für den FCB. Dann die 26. Minute. Clara Bühl auch in diesem Spiel wieder von Anfang an mit dabei. Legt quer eigentlich auf Lohmann. Dann kommt aber Assé an den Ball. Und die Französin mit dem 1:0 für den FC Bayern München. Mit der ersten Torschuss geht der Tabellenführer in Führung, weil Lohmann hier den Ball nicht optimal trifft. Aber Assé da völlig cool einschiebt. Dann Kaja Kicinek vorbei. 5. Saisontreffer für Viviane Assé. Dann sind wir schon kurz vor der Pause, 43. Minute. Magull mit diesem Traumfreistoß auf Hegering. Und kurz vor der Pause der zweite Münchner Treffer durch die vielleicht beste Marina Hegering aller Zeiten. 4. Saisontor und man sieht es jetzt hier auch in der Einstellung. Die polnische Torhüterin des VfL Wolfsburg spekuliert und spekuliert auch auf den langen Ball. Aber dann kommt sie zu spät und steht nicht mehr optimal. Kurz vor der Pause dann aber nochmal die Gäste mit der aufgerückten Lena Gößling. Super Schuss, super Parade. Laura Benkartz hält die Null noch unbezwungen in dieser Saison. Auch sehr zur Freude von Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Hinein in den zweiten Durchgang. Wolfsburg mit zwei Wechseln hatte sich natürlich viel vorgenommen. Dann aber dieser Ballverlust. Wieder Clara Bühl hat den Kopf oben, blickt zur Mitte und da steht Linet Behrenstein. Das frühe 3:0, 46. Spielminute. Noch keine 60 Sekunden gespielt, weil Clara Bühl hier sich unwiderstehlich durchsetzt gegen Dominik Jansen. Und hier der erzwungene Ballverlust. Hanna Glas gegen Pia Sophie wollte und dann sind die Bayern einfach im Umschaltmoment auch bärenstark. Linet Behrenstein mit ihrem dritten Saisontreffer, der dritte nacheinander im darauffolgenden Spiel. Aber Wolfsburg gab sich nicht geschlagen. Ganz im Gegenteil. Fridolina Rolfö gekommen in der Pause. Ex-Bayern-Spielerin, 2 Jahre hat sie für München gespielt. Verzieht hier nur knapp. Dann Lena Oberdorf zündet mal durch. Aber wieder Laura Benkart auch nach einer Stunde noch ohne Gegentor. Aber Komplimente an die Mannschaft von Stefan Less. Sie steckte nicht auf und bekam dann in der 63. Minute einen Pfiff. Und der hieß Elfmeter nach diesem Foul von Linet Behrenstein. Trifft sie Lena Oberdorf hier unten am Fuß die richtige Entscheidung. Hieß also Lena Gößling gegen Laura Benkart. Gößling 3 Elfmeter bislang versenkt. Und den 4. macht sie ebenfalls. 64. Minute der VfL. Also wieder da, 100% Quote von Lena Gößling und damit auch erster Saison-Gegentreffer im 9. Spiel für Laura Benkert. Aber die Bayern, sie wollten da nichts mehr anbrennen lassen. Vor allem Lina Magull und dann auch noch dieses Missgeschick von Dominik Jansen, die Niederländerin. Zuvor düpiert beim 3:0, dann mit dem Eigentor zum 4:1. Und das war auch letzten Endes der letzte Treffer in einer wirklich spannenden, intensiven und hochklassigen Partie in der Frauenbundesliga. Die Bayern, sie bleiben weiter makellos, ohne Punktverlust an der Spitze. Jetzt 5 Zähler Vorsprung vor dem VfL Wolfsburg, die nach 637 Tagen mal wieder ein Spiel in der Frauenbundesliga verlieren. Top-Spiele der Flyer-Alarm Frauen-Bundesliga live bei Magenta Sport.